Hallo und herzlich willkommen bei Häfele. Die Lisa, die Nadine, der Chris und ich, wir freuen uns, dass ihr heute am Freitag wieder bei uns seid. Und heute wollen wir uns anschauen, wie man Fernseher im Wohn-Esszimmer verstauen kann. Wir möchten euch gerne drei verschiedene Arten zeigen. Die Lisa fängt mal an und lässt ihren Fernseher, der sich im Moment in liegender Position im Sideboard befindet, herausfahren. Der Chris lässt seinen Fernseher mal aus dem Raumteil herausfahren. Die Nadine isst so lange ein paar Nüsse. Die hat den kürzesten Weg, beziehungsweise nicht sie, sondern ihr Fernseher. Der Lisa-Fernseher ist fast schon soweit. Der fährt jetzt gerade noch zu, sodass er augenscheinlich so aussieht, als ob er auf dem Sideboard steht. Und Chris, sein Fernseher ist auch bald soweit. Die Nadine holt jetzt mal noch geschwind ihren Fernseher raus, unterbricht dafür das Essen der Nüsse kurz. Und Chris, sein Fernseher ist jetzt da. Wir sehen auch dort das Bild. Und auch bei der Nadine. Nächste Woche schauen wir uns an, wie man in der Wohnung eine kleine Party feiern kann, wo wir unsere Getränke und Gläser aufbewahren. Bis dann, tschüss, macht's gut.